Coast Actual, hören Sie mich? Hier ist Nomad. Ich kann mich jetzt um Cyclops kümmern. Lima Charlie, Nomad. Ihr Ziel heißt Boris Goworetsky. Cyclops ist ein Bodak, der für die neue Tarntechnologie der Drohnen zuständig ist. Er glaubt an ein allmächtiges russisches Weltreich. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt, aber meine Quellen haben einen zivilen Notruf abgefangen, der darauf hindeutet, dass Cyclops hinter ihnen her ist. Ich schicke die Koordinaten. Verstanden. Ich muss herausfinden, was der Spinner von denen will. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zur Eliminierung von Cyclops. Ja, in Episode 3 von Ghost Recon Breakpoint. Ja, unbekannte Frau. Hallo, ist da... Komm, ich lass es. Ist halt ein Notruf von Scott Glacier. Sind verwundet. Und Cyclops hat die verfolgt. Spur im Schnee. Und jetzt müssen wir dahin. Oh ja, ich sehe es. Da auf dem Gegner rum. 2, 4, 5. 5 Gegner, die ich sehe zumindest. Ich höre aber auch Drohnen. Sehe aber keine. Nun gut. Ab geht's. Oh, 2, 4, 6, 8, 9. 11. Oh Gottes Willen, das sind ganz schön viele. 12. Lalala, ich bin gar nicht da. Oh Gott, oh Gott. Einfach behind enemy lines abgesetzt. Helikopter ist abgestürzt, wer hätte das gedacht? Es muss noch jemand leben. Lalala. Was zum Henker. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Oh Gott, das Vieh. Ich schick dir, was ich sehe. So, Dokument über Drohnen-Tarntechnologie. Oh Gott. Und Sophie dann Fields Ausweis. Okay. Sie hat den Notruf abgesetzt. Sie war aber nicht alleine. Okay. Frage ist, Sophie Dunfields ID könnte die Frau sein, die den Notruf abgesetzt hat. Sie könnte mehr über Cyclops wissen. Ich muss sie finden. Oh nee, lass mich raten. Wir müssen ja... Oh nein. Oh oh, wir müssen den Blutspuren folgen. Oh fuck. Nachtsicht an. Wärmebild an, zum Schnee am besten. Weiß ja nicht, warum der Schnee hier so heiß ist, aber... Nichts zu berichten. Ich scanne die Umgebung. Immer mitten rein. Lalala, ich bin gar nicht da. Bist du ein Gegner? Nee. Sieht aus, als hätten wir was. Schau's dir mal an. Das sind zwei. Oh Gott, eiskaltes Wasser. Ich folge gar nicht mehr der Blutspur, weil ich die Blutspur mit Wärmebild nicht sehe, verdammt. Okay. Zeit für die Nachtsichtbrille. Kann ich da noch irgendwie Motten wegsnacken? Nee. Ich sehe keinen. So. Ich muss mit jeder Blutspur interagieren, okay. Warum muss man das Blut anfassen? Blut. Und noch nicht getrocknet. Vielleicht gibt es Überlebende. Naja, ich würde hier eher denken, das Blut wäre gefroren. Alles sauber. Bestanden in diesem Gebiet. Lalala, ich bin gar nicht da. Mal wieder durchs eiskalte Wasser. Das ist bestimmt sehr gut für die Muskeln. Keine Bewegung. Ich mach'n Scan der Umgebung. Keine Überraschungen mehr.
Alter. 8 Stück da hinten. Ich schicke dir, was ich habe. Noch 2. Wo ist die Blutspur hin? Oh Gott, das war nah. Aktiviere Nachtsichtgerät. Schuss. Nachtsicht wird aktiviert. Sauberer Schuss, Ghost. Wo geht die Blutspur weiter? Okay, da ist wohl in Deckung gegangen und dann schwer verletzt hier hochgekraxelt. Schalte auf Nachtsicht. Das mache ich auch. Das ist ja wie Tontauben schießen hier. Ich schieße! Oh, shit! Die werden ihr Blockzeit für Nachtsicht. Und neutralisiert. War da noch so ein Einzelner? Verdammt. Ich schalte auf Nachtsicht um. Hab meine auch auf. Mist. Okay. Und hier gehen die Blutspuren nicht mehr weiter, so wie es aussieht. Ah, doch, hier in die Richtung. Oh. Ein Absturzopfer. Eine Frau, aber nicht Sophie Dunfield. Vielleicht eine Kollegin. Vorne sind Gegner. Ich guck mal gerade eben, ob ich zufällig eine Schneetarnung vorbereitet habe. Nö, habe ich nicht. Alles klar, dann bleiben wir bei unserer Tarnung. Die Drohne hat sich ausgeschaltet. Die hätten wir jetzt Zeit für die Nachtsichtbrille. Ich setze meine auch auf. Das sind auch Wolfs. Immer mitten rein. So. Haben wir es jetzt? Es wird schwerer, der Spur zu folgen. Ich muss sie wiederfinden. Das ist Aufklärungsdaten. Das ist doch die Spur. Ich sehe die Spur ziemlich deutlich, wenn ich ehrlich bin. Okay, da ist es tatsächlich. Ist nur noch sehr dünn, die Spur hier. Da. Ohne den Missionsmarker wäre das sehr schwer, dieser Spur hier reinzufolgen. Weil man sieht's ein kleines bisschen, aber dann ist die Spur weg. Jetzt habe ich die Spur komplett verloren. Da geht's wieder weiter. Aber das weiß ich auch nur wegen dem Missionsmarker. Weil ich hier fürs Let's Play den geführten Modus anhabe. Damit ich nicht 5 Stunden lang nach irgendwelchen Blutspuren suchen muss. Alles ruhig hier. Schauen wir doch mal, was wir hier haben.
Oh Gott. Hier hinten alles sauber, da vorne. Da vorne, High Life. Gut. Ach, wie einfach wäre das jetzt, wenn ich die Tarnung hätte. Aus Motherland. Aber das hier ist ein anderer Spielstand. Ich beantrage eine Versetzung. Oh Gott. Das ist doch scheiße. Na und? Wir werden so oder so bezahlt. Verflucht! Oh, hi! Hallo! La 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 la! Verdammt! Rückzug! Ein Ausweichen, Ausweichen! Handgranate! Die Drohne ist gestartet! Verschaff uns mehr Feuerkraft, Wichsel! Bin ich verletzt? Nein, zum Glück nicht. Nun dann, Feuer frei! Zeig sie ihm! Los! Hab einen! Blut. Hier ist nichts. Wir suchen weiter. Schöner Treffer! Ich hab eine Granate für dich! Sehr gut! Sehr gut! Feinde auf! Ich komm und helfe dir! Die Drohne hat keinen Saft mehr. Oh Mann, wäre auch zu schön gewesen. Was zum Henker? Okay, wir wissen nicht mehr, dass wir da sind. Das ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Auch mit Schalldämpfer kann man die Waffe hören. Der hört sich halt nur nicht mehr ganz so nach einer Waffe an. Knallt halt nicht mehr so übertrieben. Oh, Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Hey, ich hab den doch da unten untersucht. Hat er gesagt, wow, Scheiße, aber... Achso, ich bin nicht durch den Wegpunkt durchgelaufen. Ja, mein Fehler. So. So viel Blut. Jemand, der so viel Blut verloren hat, der ist... Also, wenn der noch am Leben ist, dann nur noch gerade so. Und immer diese riesen Flecke Blut. Schalte auf Nachtsicht. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich habe meins aktiviert. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl hier. Oh, das ist noch ein toter Outcast. Oder nein, Wissenschaftler. Entschuldigung. Scheint aber auch ein Mann zu sein. Angeschossen. Anscheinend hat Sentinel die Ingenieure erwischt. Ja, oder die Wolves. Ach, guck mal, hier noch eine richtig fette Blutspur. Wie aus einem Kanister ausgekippt. Das hat doch nie im Leben jemand überlebt. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ich hab meine auf. Ach komm. So viel Blut. So viel Blut ist gar nicht im Körper drin. Wie viele Liter sind Blut sind im Körper drin? 8 oder so? Ich weiß es nicht. Geh auf Nachtsicht. Aber Nachtsicht an. Bestimmt schon 20 Liter, denen wir hier folgen. Verschwendet nicht noch mehr meiner Zeit. Verstanden. Aber nichts zu berichten. Du machst mehr Ärger, als du wert bist. Warte, bis Boris dich in die Finger kriegt. Zeig, gibt's das Verstärkung. Er ist mit Verstärkungszimmer unterwegs. Nichts zu berichten. Verstanden. Bewegt sich auch nicht.
So, da haben wir zwei. Dann noch zwei. Hier ist nichts. Ja. Und da die Gefangene. Mal gucken, ob hier oben Perimeter sauber ist. Scheint so. Gut. Keine Vorkommnisse. Verstanden. Ja. Ein Problem. Ich sehe nämlich den anderen. Hier ist alles ruhig. Ja, bei mir hier ist auch alles ruhig. Hä? Oh, oh. Die sind ganz in der Nähe! Setze die Nachtsichtbrille auf. Nachtsichtbrille aktiv. Okay. Was muss ich hier machen? Die O'Connors Mine von den Wolves befreien, okay? Meine Kollegen, Sie müssen sie finden! Aktiviere Nachtsichtgerät. Ein Problem wird gemacht. Nachtsichtbrille aktiviert. Scheiße. Die haben wir gleich an der Backe. Ja, ja, sollen sie kommen. Verflucht! Zeit für die Nachtsichtbrille. Suchprotokoll starten. Beginne mit Such. Genial. Oh, das waren die. Gehe auf Nachtsicht. Was wollen Sie? Ich habe euch gerade gerettet. Mehr wollte ich nicht. Und jetzt mit der Sophie sprechen. Da ist er. Danke. Wir wurden gezwungen, an der neuen Tarnung für Ihre Drohnen zu arbeiten. Aber wir wollten nie Teil eines Terrorangriffs sein. Wir hatten einen Kontakt, der uns verstecken wollte. Aber der Helikopter stürzte ab, bevor wir die Mine erreicht hatten. Und die Russen haben sie eingeholt. Die Soldaten meinten, ihr Boss wäre auf dem Weg, um uns zu bergen. Als wären wir Objekte, die man benutzt und wegwirft. Verstecken Sie sich hier, bis ich zurückkomme. Dann kann ich jetzt rauskommen zum Spielen, Cyclops. Okidoki. Schalte auf Nachtsicht. Ich bleib mal in der Wärmebildsicht. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Wow, Respekt! Hat's gemacht. Bling. Ist das was? Ich weiß es nicht. Nachtsicht an. Das ist was. Ich geh mal mit der Drohne rausgucken. Nee, Fixel, bleib hier! Verdammt. So. Ein Fixer rennt einfach draußen rum. Mal gucken, wer da auch da sitzt. Fixer und Vasili. Lol. Verstanden. Meine ist auch an. Angriff! In Deckung! Ich glaube, es wäre. Hallo? Die haben uns bemerkt. Ich glaube, es wäre klüger, sich nochmal in die Mine zurückzuziehen. Einmal links. Zwei rechts. Oh, oh. Ich weiß! Rückzug in die Mine! Das sollte Schaden anrichten. Gott, ich muss mich verarzten. Ich bin ganz schön am Arsch. Gib als ersten Feuerbefehl. Feuer frei. Alles klar. Einer wurde getroffen. Ziel getroffen. Ich find's halt so doof, dass Gegner
die mich ganz offensichtlich schon entdeckt haben, halt vor den Kameraden stehen und die halt einfach nicht reagieren. Ich schalte auf nach. Ja, getroffen! Oh Gott, oh Gott! Alter, was war das denn? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Kameraden so schnell tot sind. Ich habe nicht mitgekriegt, dass sie tot sind. Gut, dann machen wir das Ganze eben nochmal. Und diesmal ziehen wir uns direkt in die Mine zurück. Muss ich denn den ganzen Weg nochmal laufen? Mann. Wir ziehen uns direkt in die Mine zurück. Nachdem wir den Sniper oben ausgeschaltet haben. Und dann... Ich meine, da dürfen ja jetzt keine Gegner mehr sein. Ja, irgendwo da gibt's Aufklärungsdaten. Ist mir aber gerade Wurst. Ich könnte ja ein paar Minen da hinlegen. Ach nee, brauchen wir nicht. Setze die Nachtsichtbrille auf. Das war ich. Danke. Wir wurden gezwungen, an der neuen Tarnung für... Ich kann das nicht überspringen. Okay. ...ihre Drohnen zu arbeiten. Aber wir wollten nie Teil... Oh nein, das habe ich abgebrochen. Danke. Wir wurden gezwungen, an der neuen Tarnung für ihre Drohnen zu arbeiten. Aber wir wollten nie Teil eines Terrorangriffs sein. Wir hatten einen Kontakt, der uns verstecken wollte. Aber der Helikopter stürzte ab, bevor wir die Mine erreicht hatten. Und die Russen haben sie eingeholt. Die Soldaten meinten, ihr Boss wäre auf dem Weg, um uns zu bergen. Als wären wir Objekte, die man benutzt und wegwirft. Verstecken Sie sich hier, bis ich zurückkomme. Dann kann ich jetzt rauskommen zum Spielen, Cyclops. So, und jetzt... Hey, wir haben Gesellschaft. Aktiviere Nachtsichtgerät. So. Schnappen uns den Sniper da oben. Aktiviert. Der irgendwo da oben erscheint. Kein Kontakt hier. Ja. Stimmt, die sind ja zuerst da. Ja, so geht das. So, und da kommt der Sniper. Angriff! In Deckung! Keine Ahnung, wo der Sniper ist, aber er ist nicht da. Da ist er. Die warten nur auf so, und jetzt Rückzug in die Mine. Und dann... Warten wir einfach, bis die alle da hinkommen. Ich schalte auf Nachtsicht um. Kommen die jetzt nicht? Doch, die kommen doch bestimmt, oder? Ja. Ja, ich höre sie. Ich höre sie. War die erste Welle. Bringt's das, wenn ich mich hinlege? Nee, sehe ich weniger. Bedrohung ist in der Nähe versteckt. Finden und die Umgebung. Komm nur. Komm nur. Identifiziere die Bedrohung in der Nähe. Immer noch mal nachladen, nur wenn ich da im Gefecht nachladen muss, dann war's das. Wobei unsere Kameraden jetzt noch leben, das heißt, die können uns doch noch mal wiederbeleben. Kommen die, oder? Haben die sich jetzt draußen verschanzt? Ja, die kommen. Das war der dritte Sniper. Sind scheinbar immer 4 oder 5 Sturmsoldaten und ein Sniper pro Welle. Ich wüsste, wie viele Wellen es gibt. Kommen die jetzt doch nicht? Weißt du was? Unsere Kameraden sitzen ja schon draußen. Dann gebe ich denen jetzt einfach den Feuerbefehl. Holt sie euch. Oh, Scheiße. Okay, jetzt kommen sie.
Aktiviere Nachtsicht. Das war der vierte Sniper. Von unserem Team noch jemand? Nein, die sind alle tot. Zielobjekt immer noch in Bewegung. Neutralisieren! Ich bin gar nicht in Bewegung. Ich spiele hier Sitting Duck. Verdammt. Ich hoffe, mir geht die Munition nicht aus. Alter, wie viele denn noch? Da oben muss ein Riesenhaufen Gegner liegen. Wo du rauskommst, Cyclops? Muss ein Riesenhaufen Gegner liegen. Ich spiele ja Sentry Gun. Bringt mir die Ingenieure und tötet den Ghost, der sie beschützt. Ich mache mal den Schalldämpfer ab. Bringt mir die Ingenieure leben und tötet den Ghost. Ja, kommt ihr jetzt oder kommt ihr nicht? Was ist los? Angst, Potter? Meine Güte. Ich hoffe, die warten nicht, bis ich rauskomme. Das wäre nämlich schlecht. Für mich. Ich habe ja unten habe ich den Vorteil. Okay, der wartet. Mist. Oh Gott. Vier Stück. Fünf. Also mit Cyclops. Kommen Sie jetzt oder warten die wirklich draußen? Ich glaube, die warten draußen, das ist schlecht. Dann bin ich jetzt im Nachteil. Ja, die kommen. Da waren es nur drei. Bringt mir die Ingenieure lebend und tötet den Ghost, der sie beschützt. Ja, komm doch. Na gut, dann gehe ich hier raus. In Position bleiben, Frau Rosche. Ich kenne diese Berge wie meine besten Tasche. Einer fehlt noch. Nachrücken. Zielperson ist in Deckung. Ich glaube, das war der letzte. Oder? Nein, es gibt immer noch, während sie seine Truppen haben. Das heißt, es gibt noch einen. Mindestens. Allerdings sehe ich keinen. Aber ich hab doch noch die hier. Ah, da oben. Wieder ein Sniper. Okay. Das war der letzte. Alles unter Kontrolle. Och, schade. Die Leichen sind despawned. Es waren wohl zu viele. Liegen nur noch die Waffen da. Cyclops ist ausgeschaltet. Jetzt hat Stone keine neue Tarntechnologie für seine Drohnen. Und die Ingenieure haben ihre Ruhe. Echt gern den Haufen gesehen. Nochmal mit Sophie sprechen. Sophie, Miss Sophie. Same procedure as every year.
Setze die Nachtsichtbrille auf. Nachtsicht wird aktiviert. Ihr russischer Verfolger ist tot. Um den müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen. Mein Kontakt ist auf dem Weg. Er wird uns verstecken. Kommen Sie zurecht? Ich glaube schon. Ein paar Verletzungen, aber wir werden bald abgeholt. Danke für Ihre Hilfe, Nomad. Passen Sie auf sich auf. Jupp, jupp. Hup, hup. Das war Cyclops. Und wir sind Level 32. Nice. Heieiei. Also ich weiß nicht, wie wir das hätten draußen überleben sollen. Also hier draußen, unter so einer halben Deckung, sehe ich keine Chance. Zu viele Gegner. Und irgendwie immer zwei von links, zwei von rechts und dann der Sniper oben. Jo. Jetzt warten wir noch auf den Funkspruch. Der hoffentlich bald kommt. Hallo? Funkspruch mit Mitchell. Kommt da noch was, oder? Keine Ahnung. So, eigentlich müsste. Irgendwie kommt kein Funkspruch, scheinbar. Na gut, dann verabschiede ich mich aus dieser Folge, wenn kein Funkspruch kommt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.